einzigartiger Fall. Das ist ein ganz anders gelagerter Fall als die bisherigen Fälle. In Zypern ist es wirklich der weit überdimensionierte Bankensektor. Und deswegen hatte ich immer gesagt, das Problem in Zypern ist der Bankensektor. In Griechenland war es ein anderes Problem. Unsere Hilfsprogramme setzen immer daran an, dass die Probleme gelöst werden müssen. Wenn das gewährleistet ist, dann kann man auch Hilfe leisten.